Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Rise. Jetzt bringen wir mal das alles zurück. Also den ganzen Limestone. Weg damit. Das Granit war auch hier irgendwo. Da. Feder kommt mal da mit rein. Dann brauchen wir was zum Essen. Da haben wir rohen Mutton. Was haben wir noch? Da haben wir Steak und Hähnchen. Brote. Baked Potatoes, Bratkartoffeln, gekochtes Fleisch. Viel gekochtes Fleisch. Und noch etliches rohes. Okay, das soll es, glaube ich, gewesen sein. Hier muss noch eine Truhe mit. Platzieren das mal alles hier drin an das Essen, damit ich beim nächsten Mal schneller darauf zugreifen kann. Das hier, dann noch ein paar Kartoffeln hinterher. Den Rest wieder weg. Okay. Dann brauchen wir Stairs. Nehmen wir mal zwei Stacks mit. Dann brauchen wir Spruce Wood. Ups, so. So. Den Rest hier hin. Das wieder rein. Dann haben wir auch zwei Stacks jetzt Spruce Wood Stairs. So. Zwei, also fast zwei Stacks Slabs. Dasselbe brauchen wir jetzt halt hier noch. Okay. Ja, das sollte so reichen. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ah, jetzt ist hier wieder dunkel. Jetzt denkt man uns ein schönes Muster aus und das ziehe ich dann überall durch, damit es dann, ja, jedes Mal ein neues Ausdenken ist auch etwas blöd. Da schauen wir jetzt einfach, dass wir ein halbwegs schönes Muster hinbekommen. Dass das noch was aussieht, das Ganze. Da so. Hier unten. Da in die Ecke rein. Dann machen wir da den drauf. Hier so etwas. Na, das sieht nicht so gut aus, weil dann verbindet er es hinten. Vielleicht so. Das passt eigentlich auch. Möchte ich da das so, dass das etwas größer wird. Und da muss ich jetzt halt so setzen, damit der das dann dahin macht. Ah, das verbindet er dann wieder. Also ich mache es so. Naja, aber das gefällt mir jetzt hier weniger an der Stelle. Da muss das raus. Und das hier. Probieren wir mal das Ganze etwas symmetrisch, wie das aussieht. Und nicht so random gesetzt. Lass mal halt sagen, so, also da dann auch. Das so. Hier so und so. Da so. Ich glaube, das wird nicht schlecht, wenn wir das so machen, das Ganze.
Also sehr oft hintereinander so gesagt. Das alles mache ich jetzt. Die Richtung. Hier ist, könnte so hinpassen, oder? Da. Und da. Ja, ich glaube, das sieht nicht schlecht aus, wenn ich das symmetrisch aufbaue, das Ganze. Na, da verbindet er es wieder, das ist nicht schön. Und hier oben, wie sieht es da aus, wenn ich das mache? Ja, das gefällt mir eigentlich. Okay. Dann ziehen wir das jetzt überall durch. Unten immer so. Und hier immer ist diese. Ja, jetzt ziehe ich jetzt halt mal schnell überall durch. Ah, Kacke. Da habe ich mich schon vertan. Die müssen ja außen hin. Hier und hier. Und natürlich so rum. Da, da, hier. Mist, jetzt hat er den wieder gedreht. Weil ich zu schräg drauf geschaut habe auf die Seite. Ja, so geht's auch, wenn ich's mache. Ah, Mist, habe ich schon keine Dinge mehr. Keine Oak. Doch. Hätte mir ja jetzt gewundert. Wenn das schon zwei Stacks gewesen wären. Das dauert jetzt etwas, bis hier die ganze Fläche voll ist. Die ganzen Flächen sind es eigentlich schon. Das hier weg, ja. Ups. Nicht die Axt wegschmeißen. Hier muss dann noch der Berg weg. Da habe ich den vergessen. Macht aber nichts, den sieht man eh nicht. Der ist komplett verdeckt von allen Seiten. Und jetzt sind mir die Oakwood Stairs ausgegangen. Kann ich dann das hier zumindest schon mal machen? Ups, jetzt hat. Jetzt geht es hier immer tiefer runter. Na, der ist falsch.
Der ist auch falsch. Ich kann ja fliegen, habe ich ganz vergessen. Eine der wichtigsten Sachen, die ich vergiss. Na komm schon, ich möchte zumindest noch so weit bauen, wie ich da die Oakwoods gesetzt habe. Okay, und damit wäre es das dann. Mehr habe ich nicht. Okay, das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.